Ich glaube, dass wir als Christen noch nicht die wahre Bedeutung von loben verstanden haben. Den Herrn zu preisen, ihn zu erheben, zu ehren. Weißt du, wir beten und dann denken wir, wenn wir etwas empfangen haben, dann bedanken wir uns bei Gott, indem wir ihn loben. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Ich habe eine Geschichte gelesen, die das etwas illustriert. Da war ein Prediger, der wurde krank. Richtig krank, sterbenskrank. Und er bat alle Gemeinden, alle Christen, die er kannte, dass sie für ihn beten sollten. Heilungsevangelisten dienten ihm und beteten für ihn. Es wurden Unmengen Gebete für ihn gesprochen, aber es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer mit ihm. Irgendwann wurde er dann bettlägerig, er kam zu Verwandten, die hatten eine Farm und dort lag er im Bett. Und eines Tages, als es ihm wirklich schlecht ging, schaute er aus dem Fenster und warum auch immer, er sah da eine Baumgruppe, so etwa 300 Meter entfernt und er sagte, Herr, gib mir die Kraft, dass ich mich dahin schleppen kann. Ich will da hinkommen und da werde ich dann beten, bis ich gesund werde. Warum auch immer, das war etwas, was er auf dem Herzen hatte. Und er hat sich aufgerappelt und sich wirklich hingeschleppt. Das dauerte, bis er letztlich irgendwie da ankam und er war vollkommen fertig. Er fiel auf den Boden und japste. Und jetzt hat er gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwie beten, jetzt muss ich beten. Und nach einer Weile, weil er einfach so schwach war, dachte er, es ist so viel für mich gebetet worden. Hunderte von Stunden Gebet sind für mich gesprochen worden. Von zahllosen Christen. Ich werde nicht mehr beten. Wenn die ganzen Gebete nichts genutzt haben, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr zu beten. Ich werde einfach den Herrn preisen. Und dann fing er dort an, unter diesen Bäumen zu flüstern. Herr, ich preise dich. Herr, dein Name sei erhoben. Er konnte es kaum hervorbringen, so K.O. war er. Er hat weitergemacht. Es dauerte eine ganze Zeit lang, dann merkte er, wie Kraft kam. Irgendwann konnte er die Arme erheben und konnte sagen, Herr, ich preise dich. Herr, ich lobe deinen Namen. Nach etwa 2 Stunden stand er völlig in Kraft, in Power und hat gebrüllt, Herr, ich preise dich, dass man es im Umkreis von 2 Kilometern hören konnte. Was war geschehen? Er wusste, die Heilung ist da und ich lobe den Herrn und dadurch wird sie in meinem Leben freigesetzt. Vielleicht ist das genau der Punkt, wo du ansetzen musst in deinem Leben, damit du deinen wirklichen Durchbruch erlebst, indem du anfängst, den Herrn zu preisen und zu loben und seinen Namen zu erheben für das, was schon längst im Gebet vor ihn gebracht worden ist. Du brauchst nicht nochmal und nochmal und nochmal und nochmal immer und immer wieder das Gleiche zu beten. Nein, fang an, ihn zu loben und zu erheben für das, was er schon längst erhört hat. Schau, in der Bibel gibt es ein Beispiel dafür und das ist, wo Paulus im Gefängnis war mit Silas. Sie waren geschlagen worden, sie waren völlig K.O. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Die Strafe, diese körperliche Züchtigung, die waren wahrscheinlich bewusstlos. Die haben geblutet, die waren völlig K.O. und dann wurden sie da in den Kerker geschmissen. Wahrscheinlich sind die erstmal wieder zur Besinnung gekommen, haben Kraft gesammelt und dann haben sie angefangen, den Herrn zu preisen. Und dann kam das Erdbeben. Die Fesseln lösten sich, was normalerweise nicht Bestandteil eines Erdbebens ist. Ja? Die Fesseln lösten sich, sie wurden frei. Das ist ein Bild dafür. Fang an zu preisen und die Fesseln lösen sich. Fang an, den Herrn zu erheben und du wirst frei, wie immer deine Situation auch ist. In dem Sinne glauben wir, dass im Lobpreis eine große, große Macht ist. Probier es aus in deinem Leben, denn wir sind sicher, Gott hat viel Macht.